Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei den Budokai Tenkaichi 3 Mods. Wir sind in einem Dragon Ball... einem Dragon Ball AF Mod. Einem sehr, sehr genialen. Und ich habe zwar eigentlich gesagt, ich möchte ganz gerne im Duellmodus bleiben, weil da sehen wir direkt die richtigen Namen der Charaktere. Hier im Duellmodus, im ultimativer Kampfmodus müssen wir ja gucken, wer versteckt sich jetzt hinter den Originalnamen, weil hier ja nur die Original-Sprites angezeigt werden. Und deswegen wollte ich das eigentlich nicht. Ich habe aber gedacht, so mal für einen Spaß kann man das heute einfach mal ausprobieren. Hier natürlich gleich mal gegen 4 Gegner und dann mal gucken, was bei rauskommt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gucken uns jetzt mal ein paar Fusionen an, oder? Was ich zum Beispiel ganz witzig fand, war hier, wo war er? Wo könnte er gewesen sein? Free Cell ist doch lustig. Wer versteckt sich neben Riku? Ah, Vegeta und Piccolo Fusion. Okay, ich glaube, das ist ein cooles Team. 2 gegen 4. Ah, mal gucken, ob ich das schaffe. Das könnte jetzt knallhart werden, aber wir probieren es einfach mal aus. Und wenn es schief geht, mein Gott, dann gehen wir halt in den Duellmodus zurück. Also sehen wir jetzt mal zwei sehr, sehr legendäre Charaktere. Wie ist der mit Lippenstift? Ah, die Fusion aus Vegeta und Trunks, also Fusion gegen Fusion. Yahoo! Oh, Alter! Du brauchst hier gar nicht versuchen, hier alles zu kontern, ich sag's dir. Ups. Oh, Alter. Hat er das sogar eben gekontert? Es hat ihm zwar nichts gebracht, aber alter Schwede. Oh, Final Flash. Ein Glück war halt dämlich, mich vorher in die Luft zu werfen. Oh, der ist schwer. Das sehe ich jetzt schon. Das wird... Oha. Oh, das ist doch... Oh, wir sind schon im grünen Bereich. Instant Transmission. Yeah, das geht immer wieder. Oh, toll. Nochmal. Perfect Combination of Emperor. Vorfühl? Juhu. Ah, da hatte ich mir jetzt etwas mehr von versprochen. Wir werden doch nicht schon an Trunks scheitern, oder? Also WG Trunks. Und das wird wahrscheinlich die Fusion aus Vegeta und Future Trunks sein. Ziemlich sicher sogar. Ha! Alter! Du hast ja völlig recht. Na, okay, also 4 Gegner werde ich nicht schlagen. Ich habe ja schon Angst, dass ich den hier nicht besiege jetzt. Aber egal, wie gesagt, danach gehen wir in den Duellmodus zurück. Es ist eine Möglichkeit zu lernen und zu wachsen. Hier ist halt echt ziemlich alles übertrieben stark. Ja, kannst du damit aufhören, das immer wieder zu wiederholen? Ich weiß nicht mal, was das heißt. Irgendwas mit McDonald's. So, Super Death Ball! Boah, hat er gemacht. Schön. Es ist immer wieder schön, wenn sie machen. Was gibt es Schöneres als Alter, oh Gott. Nein. Das ist böse gewesen. Hör auf, böse Sachen mit mir zu machen, WG Trunks. Hau ab und komm nie wieder. Ha! Teletransportation! Oh, shit. Hua! Oh Gott! Ja, du hast völlig recht. Wieso gehst du in die Luft? Ah, da bist du ja wieder! Alter, ich kann meine Attacke gerade nicht einsetzen. Oh, shit. Wilder Sinn! Oh, ja, toll. Jetzt bin ich auch noch auf einmal im Hintertreffen. Nicht zu fassen.
Aber mal sehen. Was? Ein wilder Sinn! Schon wieder! Ha! Das ist mein Gespamme! Wilder Sinn ist mein Gespamme! So, oh, wir haben ihn sogar besiegt. Damit bin ich doch zufrieden. Einen 1 gegen 1 Kampf zumindest gewonnen. 1 und 1. Oh shit. Es ist irre. Gegen den haben wir natürlich keine Chance. Gegen Meister Quitte. Meister Quitte? Wie komme ich auf Meister Quitte? Oh shit! Kamehameha! Weißt du, er beherrscht das auf einmal. So, vielleicht kriegen wir wenigstens einen Energiebalken weg. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Ah, aber fast. Was? Oh nein, das ist Rikum. Stimmt, der ist ja Rikum. Er hat die spanische Rikum-Stimme. Entschuldigung, ich muss kurz Pause machen. Oh, Entschuldigt. Ich liebe Riku. Oh shit. Oh shit. So, jetzt bin ich auf sein Finisher gespannt. Ach, es ist wundervoll. Ich will. Oh. C20 ist sie nicht. Wie heißt sie? C21? Shit, ja. Die Olle halt. Die verrückte Olle aus Dragon Ball FighterZ. Die gibt's hier also auch. Doch nicht nur ein reiner Dragon Baller F-Mod. So. Aber wir haben bisher so wenig Energie verloren. So. Probieren wir es mal so. Oh, das macht auch wesentlich mehr Spaß als mit Freecell, muss ich sagen. Freecell war jetzt irgendwie nicht so toll, da hatte ich mir mehr von erhofft. Aua. Aber das hier ist ganz witzig. Leid schon wegen dem Kampfschrei. Oh, ist das herrlich. Oh, ist das herrlich. Rikum! Ja, Maximo Poda hat. Rikum! Haha! Die. Alter! Nicht zweimal rein! Ich wollte schon sagen, die haben wir im Sack. Der Pustekuchen. Jetzt haben wir sie im Sack. Sack. Eieieiei. Oh, das ist fast schon langweilig. Das ist fast schon langweilig, euch zu sehen. Piccolo und Vegeta ist die viel bessere Fusion. Was sagst du eigentlich da? Dragon Ball Z. Nee. Das soll irgendwie Rikum-Bomber oder irgendwie sowas heißen. Keine Ahnung. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen, oder? Den heftigsten Gegner hatten wir zu Beginn. Und jetzt haben wir was? Was zumindest auf den ersten Blick machbar wirkt. Huh!
Aber das hat er ganz gut abgewehrt gerade, muss ich jetzt zugeben. Aber jetzt wird er erstmal durch die Gassen geprügelt hier. Alter. Dieses Geschrei. Ich kann mich nicht konzentrieren. Seid ihr böse, wenn ich wieder auf Japanisch umstelle, statt auf Spanisch? Auf der anderen Seite verpassen wir dann solche Momente. Was ist gerade? Oh Gott! Jetzt ist der Sound komplett kaputt. Jetzt ist der Sound komplett kaputt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Willkommen bei einem Let's Play aus 2009. Ach du Scheiße. Oh. Oh, jetzt habe ich den Sound gekillt. Wir dürfen Spanisch wieder hier, oder Rikuma hat einfach zu derbe geschrien. Ist ja nicht in die ganze Zeit Rikuma, obwohl es doch Vegekolo, oder wie heißt denn der? Vegeku, nee, Vegeku ist es nicht, Vegeku ist was anderes. Alter! Ja! Ja! Oh, tschüss! Badabam! Puh, hoffentlich ist im Menü jetzt wieder alles normal. Ah, die sieht schon cool aus, die Fusion. Oh, Gott sei Dank, es klingt wieder normal. Okay, da habe ich doch einen guten Rang errungen. Du hast da völlig recht, C18. Gut. Wollen wir zum Schluss noch irgendwas machen? Noch so Kleinigkeit? Entschuldigung. Irgendein Einzelkampf vielleicht noch. Wollen wir gucken, was... King Cold Monstrous Form machen wir jetzt mal. Und wir lassen sie antreten... Hier war doch irgendwo... War doch noch einer aus dem Freezer-Clan. Hier, Zero, Terzoom. Da bin ich mal gespannt, wer von den beiden der Stärkere ist. Das könnte ganz witzig sein. Planet Zufuru. Oh, Zufuru, wirklich. Das ist cool. Okay, es ist auch nur wieder die Kaioshin-Welt in einem Recolor, aber egal. Mal gucken. Mehr hast du nicht zu sagen? Oh. Oh, macht der gerade wirklich so viel Schaden, wie ich das sehe? Alter, er macht wirklich so viel Schaden, wie ich das sehe. Ich habe das falsche Pokémon gewählt. Und die cooler Monstrous Form ist nicht mehr so stark. Oh, okay, das werde ich wohl nicht gewinnen. Aber mal gucken, was ein Finisher ist. Wo bist du? Wieso haust du ab? Supernova! 16.000 nur. Oh, Death Cannon Full Power! Boah! Ey, I'm a fire in my laser hat vorher gefehlt. Wenn das keine schöne Begegnung ist hier. Das Problem ist, ich darf hier nicht zuschlagen lassen. Macht der viel Schaden mit normalen Schlägen? Oh Gott! Shit! Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? 31.000! What? 9.000? Danke, dass du so stark bist. Du bist wohl der ultimative Anführer des Freezer-Clans. Wobei, ich glaube, in Dragon Ball F heißt die Rasse von Freezer Winter.
musste ja irgendwas mit Kälte sein, also heißen sie Winter. Dann ist das wohl der stärkste Winter. Der Winter wird kommen. Okay, oder der Winter naht. Alter! Ich habe eh verloren, aber egal, du kriegst noch eine Supernova in die Fräse. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Oh. Oh. Ja, da hatte ich nicht viel Chancen. Ja, danke, danke für diesen erheiternden Kommentar. Okay, dann haben wir sogar Platz für noch einen Kampf. Shit. Nochmal ein Einzelkampf. Ja, dann bin ich jetzt aber auf das nächste Freezer-Clan-Mitglied gespannt. Hier, Kurisa. Eine Mischung aus Krillin und Freezer. Ich bleib dabei. Gegen wen lassen wir den denn mal antreten? Nehmen wir mal Plant. Wer ist Plant? Wer könnte hinter Plant stecken? Otherworlds Tournament nehmen wir mal. Schön. Ein schönes Publikum. Das sieht sogar ganz nett aus. Och, du liebe Zeit. Hallo, Plant Freezer. Und ich bin offenbar ein Cell Junior. Ja, ja, gut. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob sie sowas wie ein Ring-Out gibt, aber es könnte durchaus sein. Insofern muss ich vorsichtig sein. Oh, Alter. Cool. Ey, ich habe das echt verhindern können. Nett. Oh. Auch nett von dir. In der Plant hat ja mal ein affiges Design. Psychokinese, das war... Es hat ihn sogar getroffen. Aber das musste die Psychokinese sein. Gut, bis hierhin läuft es ja ganz anständig. Oh, Full Power. Ich hätte das mit dem anständig nicht sagen dürfen. Ah, shit. Okay, Ring Out, tatsächlich. Wundervoll, dankeschön. Okay. Und das reicht euch immer noch nicht? Kid Psycho. Machen wir nochmal einen Kinderquatschkampf, oder? Komm, nehmen wir nochmal ein anderes Kind. Was kennen wir denn für Kinder noch nicht? Liv ist ein Kind. Diri haben wir schon gesehen. Gotan. Noch jemanden? Ja, Gotan. Hier ist Super Saiyajin Gotan. Wir wollen es immer nicht so leicht machen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Yippie-yay! Du hast völlig recht. Wisst ihr was? Das nächste Mal gehen wir einfach mal in den Story-Modus. Was haltet ihr davon? Und probieren da mal so ein bisschen rum. Story-Modus, Turnier-Modus, das können wir einfach mal alles ausprobieren. Aber Turnier-Modus mache ich nur mit 10-fache Super Saiyajin Son Goku. Nee, mal gucken. Könnte ich einen Zufallscharakter nehmen oder so. Mal gucken, wie weit ich komme. Ups.
Shinrogafuwuken? Bist du der Sohn Yamchus? Hallo Sohn Yamchus. Hallo unehelicher Super Saiyajin Sohn Yamchus. Ja, Genki-Dama! Was, echt? Alter Schwede. Ist der gerade mit dem Kopf im Sand stecken geblieben? Tatsächlich. Seine Animation, die zeigt irgendwie so nach unten. Moment, wenn ich ihn in den Boden zimmere, könnte er dann... Tatsächlich, er bleibt mit dem Kopf im Sand stecken. Wie cool. Und wenn ich ihn besiege... Aber das sieht man da wahrscheinlich nur ganz kurz, ne? Bakuhatsuhu! Ha! Okay, das ist gerade erstaunlich einfach. Nicht, dass ich meckern will, aber das hatte ich mir schwerer vorgestellt. Aber es ist halt Psycho, ne? Psycho ist halt auch schon als Kind. A fucking Psycho! Schön. Oh, Shinrogafuwuken. Ja, ich sage dir, das Einzige, womit er Schaden machen kann, ist Yamchus Technik. Weil nur Yamchu hat Techniken, die Psycho besiegen können. Wow. Das klingt wenigstens cool, der Schrei, aber Rikum? Das war ja jenseits von Gut und Böse. Und tschüss. Wow. Und Chu Kamehameha. Nein, wir sehen nicht, wie er im Sand stecken bleibt. Egal. Okay, ich glaube, das war... Wow. Wir haben eigentlich viele Kombinationen schon gesehen. Und trotzdem bei weitem noch nicht alles. Wir werden uns noch lange hier aufhalten. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es ein bisschen Story-Modus-Action. Danach können wir nochmal in den Turniermodus gehen. Und dann, ja, den Rest machen wir dann wahrscheinlich einfach ein bisschen im Duell-Modus dann. Ein paar Spezialkämpfe. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.